Überschwemmungslegenden werden auf der ganzen Welt erzählt. Die meisten von ihnen folgen normalerweise dem gleichen Szenario. Es gibt jedoch eine Geschichte, die sich erheblich von dem unterscheidet, was wir aus den Mythen der Sumerer, Ägypter oder anderer Völker dieser Zeit kennen. Heute widmen wir uns noch einmal besonders der Mythologie der Hopi-Indianer, deren Vorfahren sich etwas anders an diese Ereignisse erinnern. Der Grand Canyon ist einer der bekanntesten Orte in den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber nur wenige wissen, dass der Canyon auch der Ort ist, an dem der Legende nach die Hopi-Indianer aus ihren unterirdischen Unterschlupf kamen, nachdem eine große Flut ein Drittel der Welt zerstörte. Allein diese Tatsache unterscheidet ihre Geschichte deutlich von denen, die anderswo auf der Welt bekannt sind. Außerdem gibt es mysteriöse Ameisenmenschen, die sich auf fliegenden Schilden fortbewegen und unter der Oberfläche unseres Planeten leben. Kommt Ihnen diese Beschreibung bekannt vor? Versteht sich von selbst, dass die Vorstellung einer anderen Rasse, die unter unseren Füßen lebt, unglaublich erscheint. Man muss jedoch erwähnen, dass fast alle alten Kulturen von bestimmten Orten auf der Erde erzählten, an denen man Zugang zu einer solchen inneren Welt finden würde. Viele unabhängige Kulturen wie die Griechen, Sumerer, Iren und sogar die Ägypter sagen eindeutig, dass Götter die inneren Teile der Erde bewohnen. Könnte diese Gewissheit aus Begegnungen mit mysteriösen Kreaturen resultieren, die im Laufe der Jahre als Götter beschrieben wurden? Der babylonische Himmelsgott war Anu, was in der Hopi-Sprache Ameise bedeutet. Das Wort Naki kann mit Freunde übersetzt werden. So wird Anu, Naki in der Hopi-Sprache als Freunde der Ameise übersetzt. Das bedeutet, dass auf zwei verschiedenen Kontinenten zwei fast identische Bezeichnungen für die transzendentale Rasse der Superwesen auftauchen, die eine aktive Rolle in der Sintflut-Legende spielten. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die sumerischen Anunnaki vom Himmel kamen und die Ameisenmenschen aus den unterirdischen Komplexen unter dem Grand Canyon. Es gibt auch diejenigen, die glauben, dass in den Hopi-Mythen dargestellten Ameisenmenschen auch die Kultur Ägyptens beeinflusst haben. Einige der alten Hopi-Petroglyphen sollen der afrikanischen Ameisenart, der Pharao-Ameise, ähneln. Nach diesen Theorien ähnelt es einer kleinen Version des Pharaos Eknaton, der für sein seltsames, außerirdisches Aussehen berühmt ist. Könnte die Faszination alter Kulturen für die Verlängerung von Schädeln aus Begegnungen mit dieser mysteriösen Ameisenrasse resultieren? Das sind natürlich wilde Spekulationen, die uns jedoch dazu zwingt, über die alte Menschheitsgeschichte nachzudenken. Sind wir sicher, dass wir so viel darüber wissen, wie manche von uns behaupten?